Willkommen zurück zu Pokémon Stadium. In der letzten Folge haben wir hier im Premium Cup, wo ist er? Da unten, den Pokéball-Pokal gewonnen. Ja, das war relativ simpel und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad, mit dem Superball. Der ist jetzt ein Ticken schwieriger, aber immer noch gut zu meistern. Deswegen suchen wir uns jetzt nette Pokémon aus. Wie wär's denn mal hier mit Smetbo? Oder Bibor? Bibor könnten wir mal mitnehmen. Hier mit der Duo-Nadel, das ist nicht schlecht. Obwohl, ja gut, also Duo-Nadel würde ich, wenn, dann bei Psycho-Pokémon einsetzen, aber ich sollte Bibor nicht bei Psycho-Pokémon einsetzen. sonst kommt eine Psycho-Attacke und das ist auch sehr effektiv. Tja, was machen wir? Vielleicht dann doch lieber erstmal Smetbo. Butexo? Nee. Schiller könnten wir mal mitholen. Ja, warum nicht? Dann Golbat? Nee, schade. Es kann die Leute nicht vergiften. Als Gift-Pokémon. Warum nicht? Das sieht interessant aus. Mit Blättertanz und sowas. Ja, warte. Ah, nee, da habe ich zwei Pokémon mit Feuerschwäche. Also, ich habe jetzt schon da unten einen Käfer. Also das mit dem Smetbo, das könnte lustig werden, ja. Aber ich scheue mich ja keine Herausforderung, ne? Das Vulcano nehmen wir mal mit. Wie wär's denn mit dem Mashok? Oder Macholo? Warte mal, wir haben noch oben hier Razzaf, ne? Ja, dann nehmen wir doch einfach mal Razzaf mit. So. Okay. Dann brauchen wir vielleicht noch was Elektrisches. Warte, wir haben doch hier unten, wo ist es? Ah, da bin ich schon dran vorbei. Da. Da, bitte. Genau. So, und jetzt, was fehlt noch? Was sollen wir noch nehmen? Was können wir noch nehmen? Wasser haben wir. Wie sieht's denn aus mit Pantimos? Oh, scheiße. Ich glaube, das Pantimos, das hebe ich mir mal auf für den Meisterball. Weil Hyperstrahl und Psychokinese ist schon übel. Wie wär's denn mal mit Tauros? Stampfer, Schädelwumme. Also ich glaube, mit dem Stampfer können wir schon gut was reißen. Na komm her. Okay, los geht's. Zum Superball. Okay, gegen den Glatzkopf wieder. Alles klar. Der hat hauptsächlich Käfer-Pokémon. Dann nehmen wir doch auf jeden Fall mal das Vulcano mit. Gegen das Glutexo habe ich das Schillock. Und gegen Uffpummel habe ich Razzaf. Okay, kann losgehen. Endlich ist es soweit. Das Pokémon-Turnier im Premium-Cup-Kategorie Superball beginnt. Der erste Kampf um die Meisterschaft steht bevor. Vulcano gegen Glutexo. Ich glaube, da mache ich mal gerade einen Schaufler. So. Das Glutexo kann ich auch, ein Zerschneider. Da kriege ich jetzt aber Angst, Mensch. Okay, war ein Volltreffer. Aber seht ihr, ein Volltreffer, ja, macht so viel. Also, normaler Zerschneider macht dann eigentlich so viel. Ja, also ich zeige euch gerade das mit den Fingern, so viel. Ja, aber ich denke, das Glutexo kriegen wir auch ohne Schillock besiegt. Was passiert jetzt? So ein Schaufler ist ja auch sehr effektiv, ne? Und mein Hündchen macht das schon. Bam! Oh ja, oh ja, oh, schön. So, dann dürfte jetzt auch ein Body Slam genügen. Ein Heuler, okay. Dann weiß ich nicht, ob ein Body Slam genügen könnte. Seine Angriffskraft schwindet. Dass ein Glutexo mich mal anheult. Komm, schmeiß dich mal auf die Echse, komm. Ja, oh, ich muss. Oh, ne! Das habe ich befürchtet. Ach, Mann.
Setzt da einfach Hille ein, ey. Ich fass es nicht. Mano. Hätte ich doch lieber Schaufler eingesetzt, ne? Na gut. Kriegen wir trotzdem hin. Ein weiterer Body Slam beendet ist. Roms! Oh ja. Auf Wiedersehen. Gut. Pokémon Nummer 2, bitte. Nächste Pokémon. Sie begeben sich in Kampfposition. Parasect. Warum? Parasect mit einer doppelten Feuerschwäche. Vierfacher Schaden. Warum? Was hast du als drittes Pokémon, dass du jetzt Parasect einsetzt? Also mir soll's recht sein, ich versteh's nur nicht. Okay, cool. Mit einem Schlag besiegt. Ja, passt. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Alles klar, Klatzkopf. Und jetzt? Uff, Pummel. Boah. Was hast du denn für KP, ey? Das ist ja heftig. Komm mal her, Razaf. Razaf macht das schon. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Mhm. Für Razaf. Oh ja, ein Schweineäffchen. Ein Igler. Es verbessert seine Partei. Das ist nicht schön. Ach guck mal, da wird das jetzt schon runde Pokémon zu einem Ball. So, ich würde mal sagen, Fußkick. Sie heizen sich mit Drohgebären. Kloppet kaputt. Bam. Genau. man könnte ja eigentlich meinen, dass Razaf jetzt mit Pummeluff Fußball spielen, ne? Haha, weil es mit dem Fuß tritt und Pummeluff so rund wie ein Ball ist, ne? Sehr schön. Und jetzt ist es flach wie ein Blatt Papier. Schön. Der Kampf ist vorbei. Yay! Sehr schön gemacht, Razaf. Boah, ey. Also Razaf möchte man auch nicht in der dunklen Gasse begegnen, ne? Der kloppt dich um. So, der Glatzkopf ist schon mal gut weg. So, der Quellorden gegen den Team Rocket Rüpel. Da ist er, hallo. Mit hauptsächlich Gift-Pokémon. Okay. Wir haben ja Smetbo mit Psychokinese, gell? Dann setze ich den mal ein. Gegen Hypno habe ich leider nichts. Ich könnte Tauros noch mitnehmen. Das ist so ein Allrounder, ne? Und jetzt? Tja. Nehmen wir das noch mit. Okay, los geht's. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Mal gucken, wie gut sich Smetbo schlägt. Gegen einen Sandan, okay? Das ist schön, das ist nicht schlecht. Ich habe hier nämlich Megasauger. Das ist eine sehr effektive Attacke. Und deine Bodenattacken können mir nichts. Das finde ich gut. Oh ja, ein Volltreffer. Komm, weiter. Oh. Schade. Okay. Ja, schade. Der Arena-Fight geht weiter. Ich setze jetzt schon mal Psychokinese ein, weil wer weiß, vielleicht tauscht er ja aus. Tut er nicht, okay. Psychokinese. Jetzt musst du nur noch treffen. Jawohl. Wow, auf die Bretter. Finde ich gut. So, jetzt kommt bitte kein Hypno, ja? Ich hasse Hypno. So. Und Hypno. Hypno. Ah, natürlich. Was auch sonst. Beide Pokémon gehören. So, Stachelspore bitte. Hoffentlich triffst du. Eine Wolke Stachelsporen. Ah. Die Wolke ist fehlgeschlagen. Mist, da ist die Konfusion. Was ist das? Volltreffer. Ah, nee. Oh je. Der Kampf wird immer intensiver. Megasauger. Ich muss mich ein bisschen heilen. Mit Drohgebärden an. Wenn ich den treffe. Okay. Was? Was? Ist das dein Ernst? Was? Der Aussetzer. Okay. Aussetzer war erfolgreich. Ja, Psychokinese brauche ich gerade sowieso nicht.
Gut, Megasauger macht gar nichts. Ich versuch's nochmal gerade mit Stachelspore. Ich will das Ding ein bisschen ärgern. Und eine Konfusion halte ich aus. Was passiert jetzt? Oh, ja, okay, perfekt. Sehr schön. Oh nein, die Kopfnuss. Das könnte mich besiegen. Au! Okay, tut das aber nicht. Alles klar. So. Tsauros vielleicht? Ja, komm. Dann gucken wir mal. Ein Pokémon-Wechsel steht an. Ich hasse Hypno, ey. Ich hasse Hypno. Hypnose, Hypnose. Ach, scheiße. Ich hatte gehofft, dass es daneben geht. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz einseitig. Stampfer. Wach auf. Na. Tief und fest. Aussetzer. Na gut, okay. Was ist das? Es schlägt viel. Sehr schön. Komm schon. Wach auf, Tauros. Jawohl! Perfekt. So, die Kopfnuss, die halten wir aus. Mit Sicherheit. Ja, und wie wir die aushalten. Perfekt. So, Tauros. Jetzt kloppt das Ding kaputt. Stampfer, na los! Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Zeig's ihm. Was passiert jetzt? Oh ja. Ein guter Treffer. Schön. Das ist schon ein bisschen mehr als der Megasauger. Es ist vollständig paralysiert. Fein. Da kannst du wenigstens keinen Unsinn anrichten, Hypno. Stampfer. Die Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Oh ja. Alles klar. Paralysiert? Es schreckt zurück. Auch in Ordnung. Ein sehr rasanter Kampf. Das ist sogar eine Taktik, die man beim Competitive Play benutzt, ja. Paraflinchen nennt man das. Jemand ist paralysiert und man setzt Attacken ein, die zurückschrecken lassen. Ne? Das habe ich gerade verwendet. Ja, Wahnsinn. Unabsichtlich, aber ist cool, ja. Nidorina. Hallo. Na du. Ich wünschte, Tauros hätte jetzt Erdbeben. Ich würde mal sagen, Stampfer, ne? Tauros ist ein Biest, echt. Bäm! Volltreffer! Oje, oje, oje. Armes Nidorina. Oh, Doppelkick. Tut das weh? Das tut sehr weh eigentlich. Müsste. Ja, passt. Okay, cool. Dann machen wir mal schön weiter mit Stampfer. Und dann war es das mit dem Nidorina. Ein harter Treffer. Bam! Ja, sehr gut. Oh, ist das Ende. Auf Wiedersehen. Das schön. Der Kampf ist vorbei. Das wär's mit dem Team Rocketrüpel. Wieso darf der eigentlich hier bei diesem Turnier teilnehmen? Das ist ein Krimineller. Der darf das eigentlich nicht. Na gut. Aber wahrscheinlich sind im Spiel sonst die Trainerklassen ausgegangen. Weiter bitte. Ich will den Donnerorden auch noch haben. Gegen den Karateka. Der hat Kampf-Pokémon? Jawohl. Gar nicht wenige. 3 Stück. Wahnsinn. Dann nehme ich doch direkt mal mein Smetbo. Ah, nee. Mein Smetbo nehme ich nicht mit. Also zumindest nicht auf dem ersten Platz. Weil da ist ein Voltoball. Und ein Raichu. Machen wir das so. So. Obwohl, nein. So. So. Und so vielleicht. Okay. Passt schon. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem Raichu. Alles andere ist in Ordnung. Okay, Mashok kommt als erstes. Ich glaube, da werde ich mal gerade einen Konter versuchen. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Oh. Es pumpt sich auf. Okay. Ja.
dann werde ich jetzt gleich nochmal einen Konter versuchen. Weil irgendwann wird er mich ja angreifen wollen, ne? Und dann mache ich einfach Konter und dann kriegt er, genau, und dann kriegt er seine Attacke mit doppelter Kraft zurück. Okay, das könnte ihn sogar ganz, ganz wehtun. Wenn ich dich zurückschrecken würde! Oh mein Gott! Ist das dein Ernst? Wieso ist das Vieh eigentlich schneller? Achso, nee, weil ich Konter eingesetzt habe, ja. Ach, kacke, warte, Smetbo, komm mal her, bitte. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Oh Mann. Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Das Mashok mit Energiefokus, das ist schon, ja. Aber mein Smetbo hält das aus. Bodycheck, oh nein! Ich dachte, ein Fußkick kommt. Was geht ab? Oh! Okay. Zum Glück kein Volltreffer, ey. Ganz im Ernst. So. Psychokinese, bitte. Das müsste auch sogar besiegen. Wenn ich mich nicht recht täusche. Ja, sogar mit... Wenn ich mich nicht täusche. So. Aber mit dem Volltreffer auf jeden Fall, ja. Hm? Gut. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Elektro-Typ. Ja. Okay. Was machen wir denn da? Ich weiß nicht, ob wir einen... eigentlich müssen wir doch eine aushalten, eine Attacke. Ich setze mal Megasauger ein, da kann ich mich noch ein bisschen heilen. Und dann kann ich mal gucken, wie viel... Okay, er setzt keine Elektro-Attacke ein, das ist interessant. Ja, ein Treffer. Gut, dann verletze ich mal selber. Danke. Und jetzt kriegst du einen Megasauger ab. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer. Ah, das ist aber auch so wenig. Oh Mann. Nee, dann tausche ich wieder aus. Zu Fukano. Fukano hat nämlich Schaufler. Und dann kriegen wir diesen Ball auch erledigt. Donnerblitz, da ist er. Vor dem hatte ich Angst. Wie viel macht das? Ein guter Treffer. Alles klar, passt. Sehr schön. Beeinflusst der Wechsel. Okay. Endergebnis. Schaufler. Die Befehle wurden erteilt. Da kommt der Bodycheck. Aber der macht auch nicht allzu viel. Jawohl. Da hättest du aber mal lieber Donnerblitz eingesetzt, Mensch. Du Dummbatz. So, dann schaufel dich mal ein, bitte. Sehr gut. Die Erde bebt. Das kriegen wir schon gebacken hier, das. Also ein bisschen schwieriger als der Pokéball ist es jetzt schon, ne? Aber machbar. Was nun? So, das geht daneben. Leider daneben. Edgy-Bad. So, der Schaufler kommt. Schaufler. Macht Bumm, Ratterzong und das Volteball geht zu Neige. Schön. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ich bin gespannt. Razzav! Für Razzav! Toll! So einen habe ich auch! Der aktuelle Stand ist 3 ein Pokémon. Soll ich das Metbo holen? Einseitig. Ja, am besten, hä? Ja, komm. Ich probier's mal. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Das Gute ist, dass die ganzen Pokémon auf Level 100 sind und, somit nicht irgendwie stärker sein können als meine. So 101, 105, 100, ne? Das gibt's nämlich nicht. Okay. Der macht Energiefokus. Das ist Dovi. Ich glaube, das Vieh ist sogar schneller als ich, aber naja. Mal gucken. Fußkick, das halten wir aus. Was passiert jetzt? Das halten wir aus. Und wie wir das aushalten, das war ein Volltreffer, meine Damen und Herren. Okay. Na, komm. Ah, schade. Aber einen weiteren Fußkick halten wir auf jeden Fall noch aus. Sie schenken sich wirklich nicht. So, Psychokinese bitte. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Raserei. Okay, dann mach mal. Was ist das? Das war die Achillesferse. Schon witzig, ne? So, passt. Das darfst du daheim aber nicht erzählen, Razzav, dass du von einem Schmetterling erledigt wurdest, ja? Von einem wunderschönen Schmetterling. Ah.
Sehr, sehr gut. Also das war jetzt schon ein bisschen intensiver, ne? So, aber läuft. Gut, der letzte Kampf in dieser Folge um den Farborden. Gegen den Spieler. Okay, alles klar. Ich glaube, da nehme ich mal Shillock mit. Oh ja, Shillock auf jeden Fall. Der hat nämlich auch Schaufler für das Nidorino. Dann auf jeden Fall das da. Und wenn es hart auf hart kommt, nehme ich noch das mit. Okay, los geht's. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. Das kriegen wir auch noch gebacken hier, da. Nidorino, da ist es schon. Genau das, was ich gesagt habe. Ja, ja, das Shillock, ne, ist eine gute Wahl. Vor allem wegen dem Nidorino, so wegen Schaufler und so. Komm her, mach mal. Buddel dich mal ein, bitte. Es klemmt sich in den Boden. Oh ja, schön. Body Slam, okay. Das hätten wir aber auch so ausgehalten. Also, das ist keine allzu schlimme Attacke. Das kannst du ruhig öfter machen. Sie fauchen einander an. Jetzt tauscht er aus. Pokémon fährt in seinen Pokéball. Zu was denn, bitte? Ringfrei! Kingler! Oje. Guten Tag. Naja, du kriegst jetzt erstmal einen Schaufler ab, ja? Was ist das? So. Pff, okay. Nicht ganz, ja. Das, ne? Habe ich mir mehr erhofft. So, ich würde mal sagen, Geowurf, hä? Ja, warum nicht? Sie begegnen sich in Kampfposition. Okay, Blubstrahl, das kannst du gerne machen. Kein Problem. Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Lol. So, das zieht nämlich jetzt 100 KP ab, das ist Wahnsinn. Bäm! Oh ja. So, jetzt muss ich aber leider mit einer normalen Attacke angreifen. Wie zum Beispiel Surfer. Und danach nochmal Geowurf und dann ist das Ding. Ha! Giliotine! Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Hätte die getroffen, wäre ich kaputt. Ja. Aber hat nicht getroffen. Ein schwacher Treffer. Och, so schwach war das jetzt nicht. Also, das war schon. Komm, direkt nochmal. Da kommt nochmal die Giliotine. Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Oh mein Gott! Die Lutine, ey, ist so brutal, ne? Ja, alles klar. Wow, auf die Bretter. Auf Wiedersehen. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ich bin gespannt. Nidorino, da bist du ja wieder. Na? Hast du dich eben abgemacht, ja? Schaufler! Jetzt hast du keine Chance. Jetzt sitzt mein Schaufler, ob du willst oder nicht. Es klemmt sich in den Boden. Da kommt wieder der Body Slam. Na dann. Von mir aus. Leider daneben. Los, Shillock! Schaufel ist zu Tode. Volltreffer, wunderbar, das könnte sogar besiegen und es besiegt auch, sehr schön, yay. Fein. Gut, Pokémon Nummer 3 bitte. Diorock. Das ist schön. Denn jetzt zeigt mein Shillock, wie gut es surfen kann. Und es zeigt auch, wie schlecht Felsen surfen können. Genau auf die Schwachstelle. Bis dann. Unglaublich. Mit einem Schlag besiegt. Naja, unglaublich ist das nicht. Das ist eher vorhersehbar gewesen. Der Kampf ist vorbei. Schön. Schön gemacht, Shillock. Perfekt. So. Meine Damen und Herren, der letzte Kampf in dieser Folge. Wir haben wieder schön Continues gesammelt.
Das brauchen wir unter Umständen auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit den letzten 4 Kämpfen im Superball-Schwierigkeitsgrad. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.